Gehe ich wieder hier hinter. Nach das Boot, da kann ich auch nichts machen. Ja, wo die Puppe ist, das weiß ich ja. Und ich hätte ja auch eine Möglichkeit gehabt, an die Puppe ranzukommen. Alle, ach, Quatsch. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Mit Voodoo muss man vorsichtig sein, kann ich das? Einmal vor Teer? Silberner Farbe? Am liebsten, wo, ich würde ja die Maske, dachte ich, die würde vielleicht ein bisschen glänzen. Wenn ich die hier auf den. Nee. So, und genau an dem Punkt werde ich jetzt wohl oder übel gleich doch einmal einen Tipp mir einholen müssen. Weil ich jetzt ehrlich nicht weiß, was jetzt hier, wie das vorangeht. Nee, na, ich geh mal hier runter. Jetzt. Tipp, was? Nur ein Hexenmedaillon vermag das magische Wachsdiegel auf dem Paket zu schmelzen. Es mag bescheiden klingen, aber du wirst das Papier aus dem Paket benötigen. Das Medaillon? Das hier? Das hier? Aha! Ah! Ah! Klick, klick, jetzt! Ja, darauf muss man mal. Darauf wäre ich nie gekommen. So, jetzt habe ich das Blatt Papier. Und wo ist das hier hinten, ne? Nee, das war, glaube ich. Doch. Ah. So. Ah, traumhaft. Weil. Ah, ich habe eine Idee. Das Buch, das muss bestimmt wieder in die Bibliothek. Ah, der nächste Tipp ist schon wieder verfügbar. Aber noch nutzt mal den nicht, weil jetzt bringe ich erstmal das Buch in das Bücherregal zurück. So. Und hier brauchen wir noch ein Buch. Und dann haben wir das erst alles komplett. Allerdings muss ich sagen, ja, jetzt stehe ich genauso da wie vorher. Jetzt habe ich zwar hier hinten das hier angebracht. Und ich habe aber weiß ich, wie ich den Code knacken kann. Ich brauche das fehlende Stück Papier. Ach nee, das ist schon der Tipp wieder. Immer noch mal. Kann ich dir das hier anbieten? Nee, das kann ich dir auch nicht. Die Kugel auch nicht. Ja, ich vermute, ich muss noch mal den Tipp nutzen, weil. Ich komme jetzt hier nicht weiter. Ne, hier hinten, das ist Quatsch. Die kann ich noch gar nicht auswählen. Das kommt wahrscheinlich erst noch. Die richtige Ausstattung, ja, das ist mir alles klar. Der will irgendwelche Kugeln. Hier das Gemälde. Das. Nee, jetzt schauen wir nochmal hier hinten rein. Das sind alles Dinge. Nee. Die mich nicht so weiterbringen, wie ich es mir erhoffe.
Was habe ich hier noch? Ne, dann nicht, das war's schon. Wenn ich der hier oder die Farbe reinklatsche, nee. Das funktioniert nie. Ich die Kugel auch nicht. So. Die Maske ist zu beschädigt, um sie zu benutzen. Lege sie zum Reparieren auf den Tisch im Wandertheater. Setz die Maske auf den Halter. Ach, und bin mal, ich kann die Maske hier hinsetzen. Ah, Mensch, das musst du eben noch mal sorgen. Ah. Tja, das sind so Kleinigkeiten, da kommst du nie drauf. So. Wow. Aktiviere das gesamte Feld mit Hilfe der Elemente. Klicke auf die Symbole, um sie auf dem Feld zu bewegen und anzuordnen. Beachte, dass Elemente einem anderen unterliegen oder überlegen sein können. Näheres dazu findest du in der Übersicht. Also muss ich jetzt so. Nee. Hä? Ach, ich muss da. Die Dinger muss ich jetzt hier einfügen. Ah, okay. Also, jetzt habe ich hier. Das ist Wasser. Steht über dem Feuer. Und über Kampf. Nee, und Erde. Also müsste Kampf jetzt hier rein. Was, jetzt habe ich die aktiviert hier. So, dann muss ich ja hier jetzt Feuer rein. Hier unten ist Swema. Ah, wartet mal. Okay, das war nichts. Ah ja, so, also, das ist Wasser, steht über Feuer. Ein Feuer steht über Kampf. Also muss Feuer hier hin, weil es über Kampf steht. Würde ich jetzt so verstehen. Geht das eigentlich von links nach rechts oder wie ist das? Ja, gut, jetzt habe ich hier Feuer und über Feuer steht das Wasser, also muss das ja hier hin. Unter der Erde steht. Nee, das ist falsch. Das Wasser müsste hier hin. Oder kann ich das auch verschieben? Nee, das kann ich nicht verschieben. Die Erde kommt hier hin. Nee, die kommt dahin. Ja, wie? Ach, Kacke. Das ist ja. Okay, das war wieder nichts. Muss das nochmal nachlesen. Aktiviere mit Hilfe, ja, klicke auf Symbol, um sie auf Feld zu bewegen, okay. Beachte, dass Elemente einem anderen unterliegen oder überlegen sein können. Ah, ja, warte mal, es ist bestimmt im Kreis. Das heißt, wenn ich hier jetzt, ja, was ist das? Das unterliegt allem hier, oder wie, oder was, oder? Wenn ich das jetzt hier mache, überliegt das dem und unterliegt das dem oder überliegt das dem oder und wie ist das jetzt gemeint? Warte mal, ich setze mal kurz hier Feuer ein. Also Feuer überlegt dem Kampf, der Kampf überlegt dem und das überlegt dem und da müsste ich halt. Ah! Und wenn ich jetzt Wasser hierhin mache, passiert nämlich gar nichts. Genau, weil nämlich nach Wasser nämlich davon gar nichts kommt. Und nach der Erde, Wasser hätte hier hingemu, nee. Nach der Erde kommt Wasser. Wenn ich Wasser hier hingesetzt hätte, wartet mal, genau, ich setz mal das, dann macht's hier oben. Ja, scheiße, wieso kommt denn die Erde?
Ah, das war wieder nichts. Das war auch völlig klar. Nein, wartet mal, jetzt muss ich mal. Jetzt muss ich kurz noch überlegen, warum? Ah, weil das wieder, dem überliegt, aber dem unterliegt. Und dem überliegt. Okay. Feuer kommt dann hier hin. Die Erde kommt dann hier hin, weil die Erde dem überliegt. Ja, wir kommen der Sache näher. Der Kampf überlegt den Bäumen. Wartet mal, jetzt muss ich überlegen, ich darf das nicht falsch machen. Und Wasser hier hin. Ja, ich glaube. Woo! Ah, ist das geil. So. Ein Schmetterling. Was haben wir hier noch so Schönes? In dieser Truhe. Ein Stück Holzbrett. Und das war's. Dafür diese Mühe. Mit dem Rätsel. Naja. Aber das Holzbrett, ich glaube, mit dem Holzbrett können wir nämlich zu dem Boot. Genau, mit dem Holzbrett tun wir dieses Boot ganz machen. Das Brett passt über das Loch, aber ich muss es am Boot befestigen. Naja, dann, na, ich habe wieder keine. Sch Na, wie befestige ich denn das jetzt? Wo ist denn eigentlich mein Hammer hin? Und meine Nägel. Na gut, die Nägel habe ich jetzt hier reingekloppt. Kann ich. Die Leiter brauche ich ja. Aber wo ist der Hammer? Wieso zum Teufel verliert der immer alles? Wo kriege ich denn jetzt wieder Hammer und Nägel her? Na, das ist ja, das finde ich dann doch ein bisschen manchmal. Ach. Oh, mit der kann ich jetzt nichts anfangen. Die ist immer noch kaputt. Und so eine Seite, die habe ich hier gerade nicht zur Hand. Der Vogel hier, der kann mir auch nicht helfen. Hier sind, naja, es sind Nadeln. Die kann ich nie ins Boot hauen. Das zählt nie. Mal bei dem hier, ja, der wird mir auch nie helfen können. War auch eigentlich abzusehen. So, und hier vorne ist eigentlich nur noch die Puppe der Eltern. Die Puppe der Eltern, was ist mit, warte mal, kann ich den einmal hier ranhängen? Nee, den Kopf auch nie, ne? Na, schade. Schadi. Das Wandertheater. Sag mal. Ja, mit dem Boot komme ich darüber, aber wo zum Teufel sind schon wieder die ganzen Nägel denn? Es ist doch. Sowas ärgert mich dann schon ein bisschen. Aber wir schaffen es trotzdem. Etwas wie ein Rädchen, um die Lade zu öffnen. Ja, schmeiß den Schädel rein. Die Kugel hat man schon benutzt. Kann ich eigentlich die Kugel hier oben nochmal einsetzen? Nein. Stand auch gerade da, die Kugel hilft nicht weiter. Also ich muss mit Sicherheit irgendwas. Habe ich jetzt hier was übersehen? Nägel? Nee. Könnte man fast meinen, es ist ein Wimmelbild, aber das ist es nicht. Meeresmedaillon, das ist doch diese Münze. Ein Eimer voll Teer. Ja, was ich mit dem mache, das weiß ich auch noch nicht. Was ist das? Ach ne, es ist komisch, aber es wieder. Die Garderobe.
Was mache ich jetzt? Der Tippmeister einen Tipp. Dichte das Boot, das Brett am Boden des Bootes am Ufer. Ach, mit Teer ab, Alter. Ich bin ja vielleicht. Ah, oh, das ist. Ich habe ja nicht zu hoffen gewagt, mal mit einem echten Piratenschiff zu segeln. Ah, ja. Der doch erstmal, ja, ich kann mir denken, dass dieses Medaillon bestimmt da rein muss. Das war eigentlich völlig klar. Nein, die Kiste mit den Karotten ist verschlossen. Was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Ein Kapitänssiegel. Und das letzte Buch für da hinten, ne? Ihr wisst schon. Der Tipp ist wieder aufgeladen. Schön, mit dem quatschen wir mal eben. Oh, wir waren früher mal nette Piraten. Wir haben von den Reichen gestohlen, die die Schätze ohnehin nicht brauchen, und den Armen gegeben. Leider wollte die neue Königin, dass wir ihnen dienen. Sie befahl uns, Fischerleute und Schiffer zu überfallen. Als der Kapitän sich weigerte, warf sie ihn ins Gefängnis und beschlagnahmte unser Schiff. Nur mein Papagei Karamba und ich blieben an Bord. Ei Karamba ist losgeflogen, um einen Zauberer um Hilfe zu bitten. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Sag mal, der Papagei, das wird doch nicht etwa. Vermisst dein Papagei? Naja, dann. Ich glaube, wir wissen, wo der Papagei steckt. Hier fehlt etwas und ich denke mal etwas sehr Wichtiges. Ja. Das ist eine Harpune, oder was? Die Harpune, na die hier. Ich glaube, hier stand einmal ein Fernrohr. Ein Fernrohr. Ein Rohr für die Ferne. Da fehlt also noch was. Naja, das werden wir schon noch rauskriegen.